Hola, hola, hola. Heute ist ein Fest in Hohenau. Obligado. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Aber wir gehen hin, wir gucken es uns an. Und das hier ist das nächste Vlog in unserer Reihe. Und ja, wir werden jetzt erstmal selber viel Spaß haben. Und dann werdet ihr viel Spaß bei diesem Video haben. So ist das Wetter hier. Eigentlich scheint die Sonne, aber gleichzeitig kommt der Regen runter. So, sag mal hier. Ist aber kein Problem, alle bleiben da. Ist wunderbar, ist wunderbar. Wir warten einfach ab. Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne. Kein Problem. Ich glaube, es ist Tropenwetter einfach. Schaut euch mal diesen Kaktus an. Genial, wie der wächst, oder? In einem unserer Vlogs waren wir übrigens schon mal hier. Da hat es einen See hier unten. Und ich muss euch jetzt mal ganz kurz zeigen, was mit diesem See passiert ist. Also das ist dieser traumhaft schöne See vom letzten Mal. Ich habe ein Loch gebaggert, das Wasser weg, so ein Mist. Ja, das Problem ist, Daniel hat jetzt seinen Bagger und nichts ist mehr vor ihm sicher. Hier nochmal zur Erinnerung, das war der See vor wenigen Wochen noch. Pralinen und eingekochtes Gemüse, Kekse. Wir probieren jetzt die Minzschokolade. Ja, das ist extra. Außen Schokolade, innen Minze. Schmeckt's gut? Boah, ist richtig geil. Nice. Nice. Ein bisschen was von dem eingelegten Gemüse nehmen wir auch mit. Diese Schüssel hier ist aus Tereré gemacht, also aus Mate. Aus. Das Wetter hat sich wieder beruhigt. Wir haben uns alles angeschaut hier und jetzt gehen wir eine Runde Volleyball spielen und später geht es dann zum Konzert, hoffentlich. Schauen wir mal. Übrigens gibt es noch was Neues und zwar diese Tonkabine hier. Ein paar Leute haben gesagt, sie wollen mal wissen, was ich so beruflich mache, wie kann man hier drüben eigentlich Geld verdienen und so weiter. Da mache ich mal irgendwann noch ein Video drüber, aber vorerst zeige ich euch erstmal, was ich hier gemacht habe. Und zwar haben wir hier dieses Brett gekauft im Baumarkt. Haben diesen Teil einfach abgegrenzt hier, ja, mit so einem Metallteil. Das haben wir zuflexen lassen und dann habe ich hier so eine kleine Tonkabine. So. Und außerdem habe ich den kompletten Raum weiß gestrichen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber war ja total hässlich hier. Die Wände sehen ja überall so hässlich aus, so in so einem abgeratzten Gelb, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, wird Zeit für eine gescheite Arbeitsatmosphäre und habe den kompletten Raum hier weiß gestrichen.
Wir gehen jetzt natürlich auf ein Konzert, während zeitgleich einfach in der Ukraine und in Russland und an vielen Orten der Welt die Hölle los ist. Und das macht auch was mit uns, weil das eine total seltsame Situation ist, dass wir gleichzeitig feiern gehen, während man vor 2 Stunden Bilder gesehen hat von toten Soldaten. Auf beiden Seiten. Und wir sind momentan gerade wegen sowas echt froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben, nicht mehr in Deutschland zu leben, momentan. Ich bin sehr, sehr froh und dankbar und bin aktuell sehr viel lieber hier als in Deutschland. Bevor ich jetzt aber losgehe, ziehen wir uns noch diese krasse Maracuja rein hier. Kalt, aus dem Kühlschrank. Das ist das absolut Beste, was du machen kannst. Leg dir eine Maracuja in den Kühlschrank und stell sie kalt für ein paar Stunden und dann holst du einfach so mit Kern, mit allem, was da ist, holst du es raus. Einfach so wegschnecken. Mmh. Mmh. Oh mein Gott. Aber mit der Kamera gehen wir natürlich nicht aufs Konzert. Da nehmen wir nur die GoPro mit hin.